Von den Überlebenden des Konzentrationslagers Mauthausen und seiner Außenlager haben wir den Auftrag übernommen, Projekte mit Jugendlichen durchzuführen, die alle zu einem niemals wieder beitragen. In den letzten 11 Jahren haben mehr als 180.000 Jugendliche an diesen Projekten teilgenommen. Aufgrund der derzeitigen Lockdown-Situation können wir die Projekte in gewohnter Form nicht durchführen. Deswegen haben wir neue virtuelle Vermittlungsangebote entwickelt, damit die Jugendlichen auch jetzt Zugang zu diesen wichtigen Inhalten haben. Im Rahmen unserer Angebote zu den Mauthausen Außenlagern schauen wir uns zum Beispiel die Geschichte der Konzentrationslager, der Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen an. Wir hören uns Biografien der Menschen an, die in diesen Konzentrationslagern inhaftiert waren. Bei unseren thematischen Rundgängen Denkmal Wien stellen wir uns Fragen wie zum Beispiel, was ist von 1938 bis 1945 am Mortzienplatz passiert? Oder welche Helden und welche Heldinnen werden am Wiener Heldenplatz und rund um den Heldenplatz geehrt? Und was ist überhaupt die österreichische Kultur? Bei unseren Angeboten Zivilcourage und Zivilcourage Online schauen wir uns Biografien von Menschen an, die Zivilcourage gezeigt haben. Wir schauen uns an, wie man Hass im Netz oder Cybermobbing entgegentreten kann und was und wie Zivilcourage oder Zivilcourage im Internet überhaupt funktioniert. Der Überlebende Rudi Gelbert hat uns immer gesagt, Information ist Abwehr. Deswegen schauen Sie auf unsere Websites und nutzen Sie unsere virtuellen Angebote.